Hallo zusammen, jetzt stehe ich in meiner Küche schon wieder mit der dicksten Jacke und mit der Wollmütze auf dem Kopf. Die Wollmütze, ganz ehrlich, deswegen, ich war eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr beim Friseur und ich möchte. Timebreak, worum geht's denn heute? Heute geht's darum, Seifenblasenbilder bei Minusgraden. Drei Faktoren sind extrem wichtig, um richtig phänomenal coole Bilder zu machen zu können. Das ist einmal, braucht ihr Seifenwasser, das ist Tipp Nummer 1. Voll easy, hat doch jeder irgendwie in seinem Schrank, oder? Tipp Nummer 2, ihr braucht Minusgrade. Minus 6, minus 8, exzellent. Ja, also bei den Temperaturen ist einfach Wahnsinn, was da passiert und man kann sehen, wie diese Kristalle auf dieser Kugel wachsen. Das ist unglaublich, Faszination pur. Und das dritte ist, so einfach das auch klingt, ist, ihr braucht Windstille. Windstille meine ich gar nichts. Sobald nur ein bisschen was dazu kommt und ich meine das, macht die Seifenblase. Dann könnt ihr nochmal neu anfangen. Ist es auch nicht schlecht, wenn man das vielleicht zu zweit macht. Ging in meinem Fall jetzt nicht, aber wer auch immer, Seifenwasser nehmen, ein Glas reinschütten, eine Prise Zucker dazu, das ist das 50-Sekunden-Rezept, falls ihr es noch nicht gesehen habt, und anrühren, wieder rein, dann habt ihr die perfekte Mischung. Dann halten die Seifenblasen ein bisschen länger. Ich habe das in meinem Fall so gelöst, dass ich auf den Balkon gegangen bin, und habe dort das gemacht. Weil der Balkon ist verschlossen und es ist windstill. Ich habe aber die Minusgrade auf dem Balkon. Perfekte Situation. Dann sind mir die Seifenblasen rumgeflogen und egal wo sie gelandet sind, die haben dann, es war keine Kugel. Wenn die landet, dann wird die Kugel zu einer Halbkugel. Und das eigentlich fast bei allen Stellen, wo sie gelandet ist. Also habe ich dann eine Glasplatte genommen, habe die Seifenblasen dort landen lassen und habe sie dann gefilmt. Um diesen Regenbogeneffekt zu haben, dieses schillernde Rot, Gelb, Grün, Blau, ihr wisst genau, was ich meine, um das in einem tollen Licht einfangen zu können, habe ich für mich die Bedingungen so kontrolliert wie nur möglich, habe ich das gemacht. Und zwar habe ich rechts und links von der Seifenblase habe ich zwei Lampen aufgestellt, damit ich die besser fokussieren kann und damit man diese Regenbogenfarben besser erkennen kann. Zusätzlich habe ich noch von meinem Sohn ein Lego-Männchen geklaut und habe das hingestellt, damit man dann zeigen kann, wie groß ist die Größenordnung zwischen einem Lego-Männchen und der Seifenblase. Und ich hatte gehofft, dass eine ganze Blase landet und dann, dass dann das Lego-Männchen dasteht und dass die von unten gefriert und dass man dann sieht, wie die Kuppel sich schließt. Das war eigentlich der Gedanke. Hat leider nicht so ganz so geklappt, aber ich denke, es ist trotzdem faszinierend anzuschauen. Wie ich das jetzt gemacht habe, wollt ihr sehen? Dann kommt einfach mit.